begrüße Sie ganz herzlich aus dem Café M des Martinushauses. Am kommenden Sonntag hören wir folgende Verse aus dem Markus-Evangelium. Und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf den Weg mitzunehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen, bleibe in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen, ihnen zum Zeugnis. Im heutigen Evangelium hören wir nun, wie Jesus seine Menschenfischer ausschickt. Wichtig ist nun, was Jesus den 12 mit auf den Weg gibt. Dabei fällt natürlich zunächst auf, was sie alles nicht mitnehmen dürfen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld, kein zweites Hemd. Lediglich einen Wanderstab, auch als Waffe gegen wilde Tiere gedacht, und Sandalen zur Erleichterung der Wanderschaft sind ihnen als besondere Ausstattung gestattet. Das Auftreten der 12 soll also am Auftreten Jesu selbst Maß nehmen, äußerlich wie innerlich. Gerade an der spartanischen Ausstattung und besonders am Verzicht auf die Mitnahme von Vorrat bzw. Geld, um sich etwas kaufen zu können, soll ihr Gottvertrauen quasi ablesbar sein. Es wird Orte und Häuser geben, in denen die 12 und ihre Botschaft Aufnahme und Verpflegung finden. In einem solchen Haus sollen sie bleiben und im jeweiligen Ort von da aus auftreten. Sie sollen sich also nicht von Haus zu Haus durchfressen, denn das würde nur ihren Auftrag verdunkeln und den Aufenthalt an einem Ort ungebührlich verlängern. Wohlgemerkt, wir haben es hier mit Wanderpredigern zu tun, nicht mit längere Zeit bleibenden Glaubensboten. Es braucht zur Erfüllung ihres Auftrags gastfreundliche Stützpunkte. Ist an einem Ort ein solcher gefunden, dann reicht das. Jetzt kommt allein das Eigentliche, nämlich die Verkündigung der Botschaft, die es von Jesus her auszurichten gilt. Dem ist alles andere unterzuordnen. Das Erste also, was Jesus den 12 mitgibt auf ihren Weg, ist das Gottvertrauen, das er selbst besaß. Jesus spricht ferner davon, dass die 12 auf Ablehnung stoßen könnten. Das war durch die im Evangelium unmittelbar vorausgehende Erfahrung Jesu in seiner Heimat bereits vorbereitet. Die Jünger waren Zeugen davon gewesen. Sie sollen sich nicht entmutigen lassen, wenn sie selbst auf Ablehnung stoßen. Vor allem aber, sie sollen sich nicht verbiegen, um irgendwie aufgenommen zu werden. Und so möchte ich mit Ihnen gemeinsam beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns zutraust, gute Geister zu sein. Wir danken dir, dass du uns Kraft schenkst, böse Gedanken und Ideen zu überwinden. Wenn wir jetzt wieder in unseren Alltag aufbrechen, bitten wir um deinen Schutz und Segen. Für uns, für die Menschen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben, auch für die Menschen, die uns das Leben manchmal schwer machen. Wir gehören zu dir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und jetzt noch zu den Terminen in der kommenden Woche. Die Elternabende der Erstkommunion für 2025 finden statt am 11.07. in Pettenwil und am 15.07. in Kornwestheim im Café M, jeweils um 19.30 Uhr. Am Sonntag, den 21.07., feiern wir Familiengottesdienst mit anschließendem Eiskaffee. Ebenso in diesem Gottesdienst wird Christina Kneifel verabschiedet. Wir laden Sie herzlich dazu ein. Und so wünsche ich Ihnen eine gesegnete Woche.